Die Japaner, sie bieten zwei Verteidigungsspieler auf und Ralf Wosik hat einen ganz hervorragenden Vorhand, Topspin-Ball und man hofft, dass er damit die japanische Defensive knacken kann. Das sah im ersten Satz ganz gut aus, den hat er mit 21 zu 15 gewonnen, aber nun hat sich Koji Matsushita offensichtlich auf das Topspin-Spiel von Ralf Wosik eingestellt, hat den zweiten Satz mit 21 zu 18 gewonnen und im dritten Satz heißt es 12 zu 10, 12 zu 7 für den Japaner. Das sind natürlich keine Abwehrspieler reinsten was, sondern sie versuchen immer wieder mit einer eigenen Attacke den Kontrahenten zu verunsichern. 12 zu 8, denn dieser Angriffsversuch von Matsushita, der ist erst einmal fehlgeschlagen in des Wortes richtiger Bedeutung. Jörg Roskopf, lassen Sie mich das noch sagen, hat klar gewonnen gegen den Linkshänder Saito, 21-10, 21 zu 14. Er war der druckvollere, der variablere Spieler. Das ist schon toll, was der Japaner da zurückbringt, der hier bei dieser Weltmeisterschaft recht diskret gestartet war, gegen die Tschechoslowaken zum Beispiel, der keinen guten Eindruck hinterlassen, gegen die Tschechoslowaken, die eigentlich traditionell schlecht gegen Abwehrer spielen, aber er hat sich im Verlauf des Turniers gesteigert. Für Ralf Wosik, der über 100 Länderspiele bestritten hat, ist es übrigens der erste Weltmeisterschaftseinsatz. Und ich muss dazu noch sagen, dass er leicht verletzt in dieses Match gegangen ist. Er hat einen Tennisarm, der behindert ihn vor allem beim Rückhandspiel. Wenn er da die Rückhand durchziehen muss, bei der Vorhand hat er keine Schmerzen. Aber die Rückhand, die kann er nur immer nur leicht gegenblocken. Aber er kommt natürlich gleich gegen diese Spieler immer mit der Vorhand zum Zuge. Aber im Augenblick, da scheint doch die Angriffswaffe stumpf zu werden. 15 zu 8 für Matsushita. Er spielt, für die Tischtennis-Experten sei es gesagt, mit kombinierten Belägen. Hat auf einer Seite lange Noppen, die dem Ball eine gefährliche, unberechenbare Fahrt verleihen. Und dann schlägt er, hier haben wir einmal den Schläger gesehen. Ich glaube, die rote Seite, das ist die lange Noppenseite. Und auf der anderen Seite hat er die glatten Belege. Und dann dreht er natürlich den Schläger. Die japanische Ecke, die im Augenblick zufrieden hinschaut. 16 zu 9 für Matsushita. Und ich möchte Sie jetzt nicht auf die Folter spannen. Ich möchte Ihnen sagen, wer als dritter Mann im deutschen Team spielt. Nämlich Georg Scholt-Böhm. Er ist wieder da. Die Mannschaft hat sich gefreut. Hat sich sehr gefreut und es gab viel, viel Beifall hier in der Dortmunder Westfalenhalle, als er aufgerufen wurde. Und ich meine, da er gesund ist, ist das ganze Thema, sind die ganzen Spekulationen vom Tisch. Wir freuen uns alle, dass der Georg Böhm wieder dabei ist, der sich gerade in den letzten 2,5 Jahren, lassen Sie mich das sagen, wirklich als wahrer Champion erwiesen hat. Und damit ist das alles, was gestern vielleicht hier passiert ist und heute in den Zeitungen gestanden hat, vergessen. Wir kommen zum Spiel. 17 zu 10 für Matsushita. 18 zu 10. Das wird natürlich jetzt ganz schwer für Wosik, da noch etwas zu machen. Rechts Charles Rösch. Den Cheftrainer des Deutschen Tischtennisbundes, links Herrentrainer Klaus Schmittinger, Charles Rösch, der 67-jährige Elsässer, der wirklich so viel Anteil daran hat, dass sich das bundesdeutsche Tischtennis aus der Talsohle wieder nach oben orientiert hat. Ein Mann, der aufhören wird, aber immer noch als Berater dem deutschen Tischtennis verbunden bleiben wird. Er hat ja auch gerade sehr viel für die Franzosen getan. Er hat einen Jacques Sacquetin rausgebracht, hat das französische Tischtennis revolutioniert, hat für die Schweizer sehr viel gemacht und nun eben seit 1983 für die deutsche Mannschaft. 18 zu 12, 19 zu 12, da hat Wosik nicht ganz aufgepasst bei dem Schnittwechsel, beim Aufschlag von Matsushita. Und endlich hat er ihn mal ausplaciert.
19:13. Ein bisschen Hoffnung haben wir noch für den Düsseldorfer Jörg Roskopf und Speedy Fetzner, dem man heute eine schöpferische Pause gönnt. Gestern fehlt ihm vielleicht doch gegen Schweden die Frische, dieses Temperament, das ihn ja gerade gegen Ungarn ausgezeichnet hat. 20:14 für den Japaner. Wirklich überraschend, dass die Japaner mit zwei Abwehrstrategen hier erschienen sind. Zu Anfang sah das gar nicht so gut aus für sie, aber sie haben sich, ich sagte es schon, im Turnierverlauf gesteigert. Die Rückhand hat Ralf Wosik weich gespielt, war auch richtig, das hätte er auch mit einem gesunden Arm getan, das Tempo zu wechseln. Erster Matchball abgewehrt, aber Matsushita hat ja noch die N5. Gespielt. Dieser Topspin, diese Bälle sind durch diese weit unten angesetzte Zugbewegung natürlich mit sehr viel Drall aufgeladen. In Sekundenbruchteilen streichelt da der Schläger den Ball, da wird er hochgerissen. Aber es hat nicht gereicht. 21:16, der entscheidende dritte Satz für Koji Matsushita. Und damit Ausgleich bei diesem Ländervergleich Japan-Bundesrepublik Deutschland 1:1. Das war der Ausgleich für Japan. Es kommt jetzt zu der Begegnung Hiroshi Shibutani gegen Georg Scholt-Böhm. Und das ist Shibutani. 1:1 steht es ja im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan. Nach den ersten beiden Einzeln, wo Roskopf gegen Saito gewinnen konnte, aber sie haben es eben selbst mitbekommen, Ralf Wosik gegen Matsushita verloren hat. Da sind wir zwei beide im ersten Satz zwischen Georg Scholt-Böhm hinten im Bild und dem Japaner Shibutani, den wir hier im Bild sehen. Shibutani, Sie sehen es, Rechtshänder, der Shake-Hand-Haltung, das heißt also der europäischen Schläger-Griffhaltung, nicht der asiatischen Penholder- oder Federhalter-Haltung. Wenn man so will, also für die Asiaten ein europäischer Exote von der Art, Tischtennis zu spielen. Defensivspieler ist er und er versucht dann natürlich aus der Defensive heraus auch einmal zu schießen. Georg Böhm, das erkennen Sie jetzt schon deutlich, dicht am Tisch, mal aus der Halbdistanz, mal als Konterspieler. Georg Böhm ist ja bekannt für seinen harten Schuss auf der Vorhand, bekannt auch dafür, dass er eine eigentlich perfekte, profihafte Einstellung hat. Vielleicht ist es auch so zu erklären, dass er nach den Belastungen der ersten Tage einfach, als er sich gestern gesundheitlich nicht wohlfühlte, für sich persönlich die Konsequenzen zog und sagte, ich muss hier erstmal raus, muss wieder zu mir finden, ehe es weitergehen kann. Natürlich hätte er da vielleicht doch die Mannschaftsleitung ein bisschen besser informieren sollen. Lasolzer ist wieder da und hoffentlich in guter Form. Sehr schön. Dieser Stopp von Georg Böhm. Das ist die Waffe, wie er den Japaner schlang, wenn er ihn weit vom Tisch gedrängt hat mit seinen Schmetterbällen. Schauen Sie sich das noch einmal an. Da ist es schwer, diese kleinen Männer aus Asien ganz von den Beinen zu holen, sie gar nicht mehr an den Ball kommen zu lassen, wenn man links und rechts schießt. Aber wenn man einen Stop spielt, dann ist dem Japaner im Weg nach vorne natürlich der Tisch im Weg.
8:7 Führung für Böhm gegen Hiroshi Shibutani. Damit Sie die Leistungsstärke der beiden Spieler einschätzen können, Shibutani steht in der Rangliste an Nummer 89, also weit hinten, Georg Böhm auf Platz 26. Er ist also eigentlich der Favorit in diesem Spiel. Sehr viel Schnitt in diesem Rückhandabwehrball, als Slice gespielt, unterschnitten, sodass Georg Böhm verzieht. Die Japaner haben ja 1969 zuletzt den Mannschaftswettbewerb gewonnen, damals bei der Weltmeisterschaft in München gegen die Mannschaft des Deutschen Tischtennisbundes. Seitdem laufen sie einen Titel in diesem ach so begehrten Mannschaftswettbewerb vergeblich hinterher, 20 Jahre lang. Georg Böhm zusammen mit Roskopf, bisher der erfolgreichste Spieler in der deutschen Mannschaft. Beide haben Füge in der, ja so möchte ich ja mal sagen, sportlich wertvollen Zwischenrunde und im Viertelfinale erreicht. Die Vorrundensiege gegen Malaysia, gegen Brasilien und gegen Irland, die waren ja eigentlich vorprogrammiert. Die Spreu muss auch bei dieser Weltmeisterschaft erst einmal vom Weizen getrennt werden. 11 beide, nachdem der Japaner mit seinem florettartigen Rückhandschuss scheiterte am Netz. Die japanische Bank. Eins zu fünf haben die Japaner im Viertelfinale gegen Nordkorea verloren. Waren absolut gegen die GSSR, aber verloren in dieser Gruppe war es ähnlich ausgeglichen wie in der Gruppe mit der deutschen Mannschaft. Im Gerangel um Platz 2 zwischen Ungarn und Belgien. Ja, 14:12. Böhm jetzt endlich mal 2 Punkte weg. Vielleicht verschafft ihm das ein wenig mehr Sicherheit. Denkst du? Bei Aufschlag des Japaners 2 Punkte Vorsprung wieder für den Grenzauer. Und Aufschlag Georg Böhm. Jetzt könnte er sich selbst den Weg zum Satzgewinn ebnen. Des Japaners bei dem Versuch, hier auf der Vorhand zu returnieren. Auch heute hier in der Halle etwa wieder 7000 Besucher und das an einem Montagnachmittag. Aber es gibt sehr, sehr viele Tischtennis-Fans unter den 705.000 in Vereinen spielenden in der Bundesrepublik Deutschland, die hier Dauerkarten genommen haben für diese WM und Urlaub eingereicht haben, um bei jedem Match dabei zu sein. Ach, 10:16, 3 Punkte noch und Georg Böhm hat die halbe Miete zum 2:1. Oh, da hätte er wieder einen Stopp spielen sollen, aber das war natürlich ein wenig schwierig, weil der Ball sehr viel Schnitt hatte. Dann hätte er schon einen Schlupfball auf der Rückhand spielen müssen. Mit der Vorhand da zu ziehen über dem Tisch, das war schwer.
Ein Punkt Vorsprung für Böhm und Aufschlag für Shibutani. Er schaut er noch einmal ganz genau den kleinen Ball an, 2,5 Gramm schwer, 38 Millimeter wiegt das Zelluloid. 38 Millimeter ist natürlich der Durchmesser. 2,5 Gramm. Jetzt hat er mal aus der Abwehr heraus die Peitsche gebracht, die Vorhand, so nach dem Motto, ich kann nicht nur zurückholen, ich kann auch Punkte machen. Da war Böhm überrascht. Auf der Rückhand bringt er nur, der Japaner. Und Charles Rösch, der Cheftrainer, macht sich so seine Gedanken beim 19 beide. Die deutsche Krankheit der letzten 20 Jahre, das heißt bei diesem Stand den Satz nicht nach Hause bringen, oder die neue deutsche Mannschaft, die doch jetzt nervlich gestärkt in den letzten 2-3 Jahren häufig solche Spiele dann endlich auch einmal nach Hause brachte, auch bei wichtigen Spielen. Nicht nur ein Jörg Roskopf, auch die anderen. Die Spielerbank, Fetzner links, Roskopf in der Mitte, Wosik rechts. Und da hat der Japaner den Satz gewonnen. Er war praktisch immer hinten ab der Satzmitte, aber im entscheidenden Moment kommt er dann doch zum 21:19 und gewinnt gegen Georg Böhm den ersten Satz. Schade, es war so ein fantastischer Auftakt für die deutsche Mannschaft, als Roskopf Saito überhaupt nicht ins Spiel kommen ließ. Aber nun die Dreisatzniederlage von Wosik und der Satzverlust für Böhm. Damit alles wieder offen, sogar mit guten Möglichkeiten für Japan. Da hier Pause ist, schauen wir doch mal, was am Tisch nebendran passiert. Es wird natürlich an allen 6 Tischen hier gespielt, Platzierungsspiele und eben die Halbfinals. Und wir wollen uns der Partie China gegen die Sowjetunion zuwenden. Die sowjetische Mannschaft hat gestern Südkorea eliminiert, vor allem dank einer großen Leistung von Masunov, und zwar Böhm führt in diesem zweiten Satz, nachdem er ja den ersten gegen den Japaner verloren hat, im Spiel um Platz 5 bei dieser Weltmeisterschaft jetzt mit 13:19. Meine Damen und Herren, wir gehen davon aus, dass es in Ihrem Interesse ist, wenn wir immer einmal von Tisch zu Tisch springen, nicht nur unsere deutsche Mannschaft zeigen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, unser Team spielt um Platz 5. Sicherlich respektabel, aber man sollte ja doch mal bei den Weltbesten reinschauen, bei denen, die sich hier für das Finale qualifizieren können und wollen am heutigen Tage. Als da eben sind Schweden und Nordkorea am einen Tisch und China und die UdSSR am anderen. Jetzt aber wieder Konzentration auf Georg Böhm. Zweiten Satz gegen den Japaner. Zehn zu 11 für Böhm und jetzt 14:11 bei eigenem Aufschlag. Nachdem dieser Ball die Tischkante berührt hat, kurze Diskussion, aber klare Sache. Ein Nasser, wie die Experten sagen, der zählt natürlich. Fünfzehn-elf für Böhm. Sehr schöner Schuss, der Georg Scholl Böhm, meine Damen und Herren, der wird ja erst im April 27 Jahre alt, aber bedenken Sie mal, alle 2 Jahre finden Tischtennis-Weltmeisterschaften statt und das ist schon seine 5. Zweimal spielte er für Rumänien, sein Land, in dem er geboren wurde, und dann hat er sich ja abgesetzt in die Bundesrepublik Deutschland über die Schweiz vor einigen Jahren und spielt jetzt zum 3. Male für Deutschland bei einer WM. 18:11 Böhm. Jetzt hat er ganz offensichtlich das unten. Und das heißt, mehr Druck machen gegen den Japaner. Vorhin hat er vielleicht ein bisschen zu viel gezogen. Hat dem Mann mit den schnellen Beinen die Gelegenheit gegeben, doch noch an die Bälle heranzukommen. Sie mit sehr viel
Schnitt, mal unterschnitten, mal überrissen auf den Tisch zu bringen. Jetzt aber schießt Böhm, wann immer sich die Chance dazu bietet. Aber auch der Japaner.